Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Maxplain zu Seven Kingdoms Ancient Adversaries. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, glaube ich, geht es heute um Spionage, also einem Teil des Spiels, das ich selber kaum benutze. Deswegen musste ich mich da selber erstmal ein bisschen informieren, schrägstrich selber ein bisschen rumspielen, was man da alles machen kann. Ja, Spionage ist in dem Sinne interessant, dass jedweder Aspekt des Spiels ausspioniert werden kann. Also überall, wo ein normaler Mensch rein kann, egal wo, Fabrik, Festung und so weiter, kann auch ein Spion sein. Jede eine, die man so hat, kann auch ein Spion sein. Also das ist halt in dem Sinne interessant. Ich nutze es meistens nicht, weil A, es relativ viel Aufmerksamkeit braucht. Also ne, wenn man ein RTS spielt, dann muss man gucken, wo man seine Ressourcen, seine Aufmerksamkeit quasi unterbringt, und das, ja, Spione dann halt meistens nicht. Und es halt relativ teuer ist, wenn man wirklich wenn man wirklich was erreichen will, außer Scouting. Also zum Scouten ist das an sich ziemlich gut. Wir schauen uns das mal kurz in einem vorbereiteten Spiel an. Genau, das habe ich vorbereitet. Machen direkt erstmal Stopp. Ich habe hier mal eine Karte mit Fog of War, dass man sieht, was es für Vorteile haben kann, wenn man Spione zum Beispiel in neutrale Dörfer steckt, kriegt man hier einen Sichtradius. Aber erstmal, wie macht man Spione? Spione sind in der Grundlage erstmal normal zu trainieren aus jedem Dorf. Nachteil ist, dass es natürlich dann dementsprechend dem Volk angehört, in dem Fall Ägypter. Während der Gegner in dem Fall eher halt Japaner oder Mughul oder in dem Fall Normannen sind. Also wenn ich jetzt einen Spion von den Ägyptern rekrutiere, bringt mir das relativ wenig, weil die werden mit hoher Sicherheit erkannt. Das kann man ja mal ausprobieren, wenn wir den jetzt ausbilden. Und ich sage jetzt, also das ist noch ganz interessant. Man kann einstellen, das ist wichtig, ob der Gegner eine Nachricht kriegt, dass man übergelaufen ist oder nicht. Wenn er eine Nachricht kriegt, dann schickt er ihn selber hin, wo er hingehört oder wo er ihn gerade braucht. Wenn er keine Nachricht hat, muss man selber ein bisschen gucken. Da muss man aber ein Gebäude oder irgendwas finden, was frei ist. Also das hat beides Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den irgendwo hinschicken, dann mache ich ihn so von wegen, dass when enabled, it announces your spy has changed, und dann nimmt er ihn selber. Das nehmen wir jetzt mal und nehmen meinetwegen Orange und er tötet ihn direkt. Also ihr seht, da muss man ein bisschen feinfühliger sein. Entweder muss man die Einheit wirklich reinschicken in ein Dorf, wobei es dann relativ offensichtlich ist, wenn ein Dorf voller Muguls flüchtig ein Ägypter ist. Ja, das ist dann ein bisschen auffällig. Oder man muss im Gasthaus, oh, das trifft sich auch gut, Spione des jeweiligen Volkes kaufen. Also, wir engagieren den und machen den jetzt zu Orange. Und er wird theoretisch nicht erkannt, weil er ein Mugul ist. Genau, dann nutzt er ihn einfach direkt. Das war eine ganz gute Beschreibung. Dann haben wir hier noch eine neutrale Einheit beigetreten. Brauchen wir nicht. Gut, wenn man dann einen Spion hier hat, dann sieht man, der Computer schickt ihn in dieses Dorf. Wenn ich es in einem gegnerischen Dorf habe, also mir gehen jetzt mal die ganzen Funktionen durch. Vielleicht die erste Funktion, die mir eingefallen ist, die schlau ist, wenn man jetzt eine Karte hat, komplett mit Fog of War. Wenn man will scouten, wo die Gegner sind, dann kann man sich einen Spion ranholen. Wirken ein. Okay, ich habe hier auch jetzt einen Spion hier drin, wenn man sagt, so, und macht den zu einem Weißen und schickt den einfach irgendwo hin. Dann können die Gegner nicht direkt sehen oder haben keinen Kontakt zu einem, wie soll man sagen, man sieht die Gegner, aber die Gegner sehen nur eine neutrale Einheit. Die wissen nicht, von welcher Nation das ist. Da hat man ein bisschen Informationsvorteil. Bringt primär auch nur was, wenn man gegen menschliche Spieler spielen würde zum Beispiel. Dann jegliche Spione, die man in dem eigenen Dörfern und so weiter hat, sind Gegenspione sozusagen, hier Gegenspione, die erhöhen den Widerstand gegen gegnerische Spione. Ist dann wieder hier, ich spioniere dich und ich spioniere dich. Wenn überhaupt nützlich in Festung, würde ich sagen, weil was die KI gerne macht, ist generelle Töten. Und dem kann man entgegenwirken, wenn man einen Gegenspion drin hat. Genau, dann habe ich gesagt, in neutralen Dörfern ist es halt Scouten. Und was sie können, hier sind immer die Funktionen, kann man sagen, aufstacheln. Das heißt, der Widerstand geht hoch, beziehungsweise die Loyalität runter. Und man kann sie immer rausschicken, wo sie gerade gebraucht sind. Also man kann hier sagen,
mobilisieren. Dann hört er auf, hier zu sein und geht raus. Das geht bei allen Spionen, auch bei gegnerischen Dörfern. Habe ich hier jetzt mal einen. Hey, du bist nur ein Spion. Wenn ich jetzt sage, hier, geh raus, dann geht er raus. Und dann kann ich ihn auch wieder reinschicken und hoffe, dass es der Gegner nicht mitkriegt. Genau, bei gegnerischen Dörfern bringt es dann erst dieses Aufstacheln bringt dann auch erst was. Dann geht die Loyalität runter, beziehungsweise geht nicht so schnell wieder hoch. Genau. Was man noch machen kann, ich habe meine Liste, genau, man kann Generäle hier mit, wer ist hier der Beste? Du. Man könnte ihn bestechen, aber man könnte ihn auch hier, man könnte auch sagen, meucheln. Mach du mal. Wurde beim Meucheln erkannt und wurde gekillt. Ja, jetzt haben wir hier einen verloren. Meucheln geht noch gegen die Generäle. Das macht die KI gerne. Aber wenn das halt fehlschlägt, dann werden die erkannt und direkt umgebracht. Gut, was man jetzt auch machen könnte, wenn das klappt, ich versuch's mal, ihn zu bestechen. Sobald man irgendwo einen Spion hat, kann man jede andere Einheit hier bestechen. Und bei Generälen oder bei Festungen ist besonders gut, wenn man die. Okay, das probieren wir nochmal. Das hat, ist ein Zufallsding. Das hat jetzt nicht nur mit der. Geht jetzt gerade die. Danke. Nicht nur was mit der Fähigkeit des Spions zu tun, sondern auch mit Zufall. Deswegen probiere ich das jetzt ein paar Mal. Na komm. Hat er zu hohe Loyalität oder was? Hier war doch einer, der besser ist im Spionieren. Du. Die Festung ist direkt wieder voll, oder was? Okay. Wir laden jetzt einfach nochmal und probieren das nochmal. Ich will das unbedingt zeigen. Und zwar. Das muss doch mal klappen. Und dann machen wir das anders. Muss gehen. Loyalität 100, das ist das Problem vielleicht. Ich jetzt aufstacheln mal, was bringt das? Keine Ahnung. Die Loyalität geht nicht runter. Das ist ein bisschen das Problem. Dann probieren wir das später nochmal, wenn. Okay, wir machen das mal so. Wir laden jetzt. Lassen die aufstacheln. Und machen mal die Zeit ein bisschen, dass die. Jetzt vielleicht eine 30er haben. Okay. Jetzt probieren wir das nochmal. Und zwar. Oder hingerichtet. Okay, also bei 100 Loyalität ist das sehr schwer. Also, so ein Bestechungsversuch hat auch mit Loyalität zu tun. Dann zeige ich wenigstens was anderes. Also, beim Spiel. Ich muss es euch sagen und ihr müsst mir. Was ist jetzt eigentlich das Problem? Danke. Müsst mir jetzt einfach vertrauen, dass es stimmt. Wenn ich einen General bestechen würde, kann ich die Festung übernehmen. Dann ist egal, wie viele Spione hier sonst noch sind. Bei einem sonstigen Gebäude wie hier muss ich alle Leute kontrollieren, um Gebäude übernehmen zu können. Ansonsten sehe ich natürlich hier die Ballista und könnte jetzt Sabotage. Das ist noch ein Effekt, den kann man machen bei allen produzierenden oder forschenden Gebäuden. Sabotage. Wie der Name schon sagt, sabotiert das Geschehen hier. In dem Fall würde der Turm der Wissenschaft weniger oder die Forschung würde deutlich länger dauern. So, wenn ich jetzt diesen letzten Typen hier noch besteche mit einer Unsumme, dann sagt er auf jeden Fall ja. Und dann seht ihr hier einnehmen. Das, wenn ich das mache, erklärt er mir Orange sofort den Krieg. Ja, declares war on you. Habe jetzt den Turm und habe hier. Haufen Spione, die jetzt trotzdem noch hier sind, oder was? Lustig. Das will ich nochmal ausprobieren. Was passiert, wenn ich. Was passiert, wenn ich ihn besteche? Nehme und die ganzen Leute, die sind trotzdem noch Spione, aber sind trotzdem noch in seinem Dings gefangen. Das ist interessant. Er weiß jetzt, dass die Spione sind, kann aber irgendwie nichts dagegen tun. Genau, also hier sieht man jetzt, kann man ganz gut sehen,
Der hatte so eine Produktion von ein paar 70. Wenn ich jetzt aber sage Sabotage, dann müsste das jetzt runtergehen. Ja, also das macht Sabotage. Das macht die Produktion, geht runter. Das ist, wenn ich jetzt hier noch jemanden bestechen würde, könnte der auch noch sabotieren. Und ja, würde dann die Produktion deutlich runtergehen, wenn ich jetzt noch den nächsten hier besteche für 1000. Okay, gut. Also ihr seht, man kann damit ein bisschen die Produktivität und so weiter, Forschungsgeschwindigkeit und so weiter runterbringen. Was habe ich noch? Sabotagegebiet. Ach so. Das habe ich nicht ganz verstanden. Geheimnisanzeigen. Secrets that can view depend on the skill of the spy. Okay. Also der kann mir Dörfer anzeigen. Ah, dann sieht man alle Dörfer vom Gegner. Gut, wenn ich jetzt hier ein. Okay, jetzt muss ich das nochmal laden. Weil er wurde da anscheinend dabei erkannt. Aber hier, der ist doch ziemlich. Der hat doch 100er Skill. Oh, man kann hier alles sehen, was der Gegner sehen kann. Wenn ich jetzt Spionage drücke, dann ist. Wow, wow, wow. Dann sehe ich alle seine Spione. Die haben alle Namen, aber die Namen werden hier nicht angezeigt. Skill 32. 31. In der Fabrik, der könnte das sein. Die Loyalität. Also hier ist keiner. In seiner anderen Fabrik sind Gegenspione. Aber das ist ja krass. Da, wow, da kann man quasi alles sehen vom Gegner. Technologien, da sieht man, wie weit die sind. Wow. Okay, also wenn man einen ziemlich guten Spion drin hat, dann sieht man quasi aus den gegnerischen Sicht alles. Okay, das habe ich jetzt auch neu gelernt. Das ist gar nicht so schlecht. Nur meistens bringt es, also ich wüsste jetzt nicht, gehen wir mal durch, was würde mir hier was bringen? Würde mir vor allen Dingen was bringen bei einer mit Fog of War wieder. Also Wirtschaft wäre interessant, da würde ich sehen, ob er jetzt miese macht oder so. Er hat ja jetzt eine positive Jahresbilanz. Da könnte ich sehen, geht es ihm gut, geht es ihm nicht gut. Was könnte ich hier noch sehen? Königreich, da würde ich sehen, wie er. Nee, das verstehe ich nicht. Wie er zu dem Diplomaten steht, das ist ja eh bekannt, glaube ich. Handel, Militär. Militär bringt mir auch nicht so viel. Technologie. Ja, das ist ganz okay. Also Spionage ist noch das Beste, weil dann würde ich erkennen, ob er einen Spion bei mir hat. Na, also Counter-Spy sozusagen. Das würde ich dann erfahren, ob er einen Spion bei mir sitzen hat und würde das ganz gut rausfinden. Ansonsten, ja, bringt mir das so nicht so viel. Okay. Das habe ich gesagt. Ja, wie kriegt man Spione am besten zu Gegnern? Entweder halt, wie ich es gesagt habe, hier jemanden kaufen. Wenn er dem Volk, dem Gegner entspricht. Wenn er dem Volk nicht entspricht, wie hier, dass es ein Chinese ist, kann man das auch machen an Dörfern, die der Gegner einnehmen will. Also das ist wahrscheinlich noch die schlauste Variante. Oder prophylaktisch schon in andere neutrale Städte. Also ich habe hier in dem Szenario versucht, in relativ viele Städte in Spionen einzuschleusen, um herauszufinden, ob das so gut klappt. Wir können jetzt ein was noch machen. Und zwar. Ich hoffe, ich finde das jetzt. Und zwar. Schmelzer Piraten. Hier, Mantel und Dolch. Hier kann ich das zeigen, dass man eine Festung übernehmen kann. Oder, genau, Festung übernehmen kann, wenn man den General übernimmt. Hier könnte ich das jetzt versuchen. Okay. Okay, die werden jetzt auch immer hingerichtet. Ich probiere das jetzt. Weil ich will euch das zeigen, dass das geht. Und das ist eigentlich mit das Sinnvollste, was man machen kann, wenn es natürlich klappt. Mantel und Dolch. Wo kann man es noch versuchen? Hier ist niemand drin. Also hier könnte man den zum Beispiel einfach übernehmen. Also da brauchen wir trotzdem den General hier, um die Festung zu übernehmen. Interessant.
König. Also Könige könnte man assassinieren, ne? Das würde was bringen. Gut, Bestechung erfolgreich und jetzt könnte ich zack das Fort übernehmen und übernehme die ganzen Soldaten und kann direkt auch hier daran mich tun, die Stadt zu erobern. Und zack. Da würde ich nämlich hier die Loyalität runternehmen, würde dann jetzt zum Beispiel Lila in dem Fall ziemlich schnell kaputt machen. Und wenn ich jetzt noch ihn assassinieren könnte, das wäre der absolute Hit. Also, das wollte ich noch zeigen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Interessant. Auf jeden Fall habe ich auch was Neues gelernt mit den bestimmten Aspekten des Gegners zeigen. Das ist ganz nett. Aber ansonsten ist ziemlich cool, oder wie, am besten finde ich die Generäle übernehmen. Sabotage kann gut sein, aber also wie gesagt, das ist jetzt mehr so die allgemeine Geschichte, die ich sage zu Spionage ist nett, kann ganz gut sein, wenn man hier halt so eine Festung voller Soldaten übernimmt. Ist meiner Meinung nach aber A zu teuer und B zu zeitaufwendig. Also die gedanklichen Ressourcen, die man da reinsteckt, die sind mir ehrlich gesagt zu viel bei einem doch so schnellen Spiel. Ich meine, man kann jederzeit wie hier Stopp machen, aber möchte man das? Ja, am Ende möchte man doch wenigstens, jetzt wenn ich vier drücke auf der Geschwindigkeit oder auf der Geschwindigkeit spielen, vier oder sechs, zumindest finde ich. Wir sehen gerade auch, das möchte ich jetzt mal herausfinden, weil beim letzten Mal ging es ja um den Ruf, beziehungsweise das Ansehen. Wenn ich jetzt Spionageaktion mache, ist man dann auch. Ja, okay, also wenn ich jetzt hier. Okay, das macht es noch nicht. Erst wenn ich das übernehme und damit einen Krieg anzettle. Oder was? Okay. Warum ist jetzt mein Ruf gesunken? Das interessiert mich jetzt mal. Ich habe gar nichts Böses gemacht. Achso, weil ich jemanden versucht habe zu assassinieren. Oder wenn ich jetzt. Wo ist er? Lila, wenn ich jetzt versuche, ihn. Ah, okay. Interessant. Entweder wenn Spione auffliegen. Okay, oder beim. Das probiere ich jetzt mal. Unterschlag damit. Okay, also fehlgeschlagte Mordanschläge bringen auf jeden Fall den Ruf ganz schnell runter. Mordanschlag erfolgreich. Jetzt habe ich es leider nicht gesehen, war es vorher schon bei 4. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ihr seht, wir lernen hier zusammen. Szenario. Mantel und Dolch. Wir haben 3. Also wir, auf jeden Fall bringt ein fehlgeschlagener Mordanschlag 10. 7, 4, 1, minus 1, das muss mal irgendwann klappen. Minus 4, minus 7. Ich will das, weil ich es leider nicht gesehen habe. Mich interessiert das, ob ein erfolgreicher Mordanschlag auch theoretisch nicht, weil keiner weiß, wer ihn umgebracht hat. Das interessiert mich jetzt einfach noch. Aber es müsste eigentlich so sein. 1. Minus 1. Na los, muss doch mal jetzt klappen. Minus 4. 7. 10. Och Mann! Ich meine, ihr könnt jetzt einfach das Video zurückspulen, ich nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann gucke ich es im Video nach und schreibe es in die Beschreibung. Beziehungsweise ihr habt es gesehen. Ob es das
7. Das war jetzt nervig, oder? Ach, ich höre gleich auf, ja, und erlöse euch von dieser schlimmen, schlimmen Episode. Dieses Geräusch, ne? Er wurde gehangen, wie man hört. Ja gut, also ihr seht, die Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Minus 16, gut. Minus 19. Ihr habt es gesehen, ich sehe es dann auch im, wenn ich das Video mir angucke, ob es so ist. Ich gehe davon aus, dass der Ruf nicht sinkt, wenn eine Spionageaktion erfolgreich ist, sozusagen. Ansonsten ist König assassinieren auch schlecht für den Ruf. Wer hätte das gedacht? Niemand tötet einen König. Gut, haben wir einiges gelernt. Ich jetzt auch nochmal dazu beim Video machen. Hat sich jetzt am Ende ein bisschen gezogen. Tut mir leid deswegen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem einiges gebracht. Fazit nochmal jetzt zum dritten Mal. Macht es, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten, wenn ihr effektiv sein wollt, ist es meiner Meinung nach nichts. Gut, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.